Was ist eigentlich ein QR-Code? Ja, man erkennt es ja, das sind die Würfel, die Code mit den Würfeln. QR steht für Quick Response, also schnelle Antwort oder schnelle Reaktion. Der ist ursprünglich von der japanischen Firma DensoWave 1994 bereits für Toyota entwickelt worden und hat sich dann auch in Asien extrem schnell durchgesetzt. Und eigentlich die Idee ist, dass man eine Verbindung machen kann von einem gedruckten Produkt zu der digitalen Welt via Handy. Bei uns hat sich der Code lange nicht so durchgesetzt wie in Asien, aber mittlerweile kennen wir ihn auch recht gut. Aber warum redet jetzt die ganze Welt, bei uns zumindest, von dem QR-Code? Ja, weil jetzt mittlerweile hat er sich durchgesetzt. Also spätestens seit Corona sieht man überall den QR-Code in den Restaurants auf dem Tisch gesehen, wo man uns kennen. Kennt das, glaube ich, jetzt wirklich jeder. Aber auch sonst, es gibt fangen so viele Anwendungen, die mit dem QR-Code arbeiten. Das SBB-Ticket auf dem Handy oder Twint arbeitet mit so einem Code. Und auch die neuen Einzahlungsscheine in der Schweiz werden ja so einen QR-Code haben. Und jetzt für ein KMU, wie könnte ein KMU ganz konkret so einen QR-Code für sich im Marketing einsetzen? Genau, es gibt ganz viele Möglichkeiten mittlerweile, wenn man den einsetzen kann. Eine, die naheliegendste, ist, dass man auf die eigene Webseite verlinkt. Also wenn man zum Beispiel einen Flyer hat oder ein Inserat, dass man unten so einen QR-Code hat. Und der grosse Vorteil ist eben der, meistens ist ja eine Webseite einfach zum Eintöckeln, kann man ja sagen, das ist ja kein Problem. Aber wenn man auf eine Unterseite will verlinken, die dann eine sehr lange Adresse hat, eine sehr lange URL, dann ist es sehr praktisch, wenn man das mit einem QR-Code machen kann, wo die Leute einfach einscannen können und dann sind sie auf dieser Webseite. Auch sehr häufig genutzt wird es für Gutscheine. Man kann so Gutscheincode machen mit diesen QR-Codes, wo dann die Leute zum Beispiel in einem Kassensystem können zeigen auf dem Handy und dann kann das Kassensystem das einscannen und den Gutschein oder den Rabatt eingeben. Und etwas, was wir auch noch viel nutzen, was ich auch recht praktisch finde, ist auf der Visitenkarte. Man kann heute die gesamte Visitenkarte in einen QR-Code verpacken, also Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Und die Person muss nachher nur mit dem Handy den Code einscannen und die Daten werden automatisch gerade ins Adressbuch vom Handy eingeladen. Also eine sehr praktische Funktion. Und wenn jetzt jemand so einen QR-Code mal ausprobieren will, wenn er das für sich nutzen will, mit dem ein bisschen rumspielen und experimentieren, wie kommt man an so einen QR-Code? Und dann auch noch eine wichtige Frage, und was kostet das eigentlich? Also was sehr schön ist, man kommt sehr einfach dazu und es ist auch gratis. Es gibt natürlich auch hier Zahllösungen, aber für so einfache Codes kein Problem. Man kann zum Beispiel bei Google einfach mal eingeben, QR-Code erzeugen und dann findet man ganze Webseiten, wo man dann online gerade so einen QR-Code generieren kann. Oder mittlerweile auch bei Word gibt es ein sogenanntes Add-in. Also man kann dort bei Word so ein Add-in laden. Bekannt ist zum Beispiel QR for Office, also QR, das 4 und dann Office. Und wenn man das geladen hat, kann man sogar gerade direkt in Word einen QR-Code generieren. Und jetzt auf der anderen Seite, also als Nutzer, wenn ich jetzt irgendwo an so einen QR-Code anlaufe und ich will den scannen und ich will sehen, was dahinter steckt, dann brauche ich wahrscheinlich eine spezielle App oder irgendwie so, dass mein Telefon kann lesen, oder? Ist früher noch so gewesen, ja. Das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, wieso es in der Schweiz nicht so durchgesetzt hat. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Alle neueren Smartphones haben das direkt in die Kamera-App eingebaut. Das heisst, man muss nur mit der Kamera, mit der Kamera-App draufgehen und schon liest der QR-Code. Wunderbar. Danke vielmals, Lars Berger, für die 5 super spannenden Tipps zum Thema QR-Code. Gerne.